Der Mai bringt einige spannende und lustige Kinofilme mit sich. Ich präsentiere hier schnell einmal die Highlights, auf die wir uns freuen können. Vergesst mir nicht zu folgen. Viele Planet der Affen-Fans freuen sich schon, denn Planet der Affen 4 New Kingdom kommt raus und es wird sehr spannend, denn Caesar hat ein großes Vermächtnis dagelassen und es wird ein Kampf um die Freiheit. Ein lustiges Abenteuer für alle größeren Kinder, aber auch für alle Fans wird Garfield eine extra Portion Abenteuer. Garfield bekommt übrigens von Habe Kerkeling die deutsche Synchronstimme. Den Film durfte ich schon sehen und da werdet ihr bald eine Review zu bekommen. Mein persönliches Highlight, und ich bin gespannt, ob es auch euers ist, schreibt mir das mal in die Kommentare, ist If Imaginäre Freunde mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle und ein Mädchen, welches If singen kann. Jeder hat nämlich imaginäre Freunde und auch da wird es bald eine Review von mir geben. Der Mai schließt dann mit einem weiteren Highlight ab, nämlich Furiosa im Mad Max Saga. Ja, der Name ist echt schwer auszusprechen. Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es diesmal gar nicht um Max, sondern um die Geschichte von Furiosa.